Kommen wir nun zu Ausdrücken. Wir haben also Sternchen 1 abgearbeitet. Dort steht int Anzahl gleich 0, wo man jetzt ein Gedächtnis einführt, das heißt eine Variable einführt, in der Werte, ganzzahlige Werte gespeichert werden können. Um aber Sternchen 2, Sternchen 3 und Sternchen 4 auszufüllen, brauchen wir weitere Dinge. Wir brauchen sowas wie Operationen, die uns aus der Mathematik bekannt sind. Multiplikation, die Addition. Operationen arbeiten mit Operatoren, wie dem Additionsoperator, dem Multiplikationsoperator und Operanden, auf denen sie arbeiten. 3 mal 4 sind die Operanden, 3 und 4. 3 mal 4 ergibt 12. Der Sinn und Zweck von Ausdrücken ist, man hat gegebene Werte und möchte aus diesen alten Werten mithilfe von spezifischen Operatoren neue Werte berechnen. Da schauen wir uns einmal an dem Beispiel an. Int Anzahl gleich 0. Hier wird eine Variable mit dem Namen Anzahl festgelegt, angelegt. Es können in dieser Variable ganze Zahlen gespeichert werden und initialisiert wird diese Variable mit 0. Jetzt möchte ich aber den Wert, der in der Variable gespeichert ist, um 1 erhöhen. Das heißt, anschließend soll halt nicht mehr der Wert 0 in der Variable liegen, sondern der Wert 1. Und das mache ich durch einen solchen Ausdruck. Anzahl plus 1 ist ein Ausdruck. Plus ist der Operator, der Additionsoperator. Das ist ein Operand und das ist ein Operand. In diesem Fall ist der linke Operand die Variable Anzahl und repräsentiert den Wert, der aktuell in der Variable liegt. Das ist die 0. Und auf der rechten Seite steht der Operand 1, das ist ein Literal, das den Wert 1 repräsentiert. 0 plus 1 ergibt 1. Und dieser Wert 1, der berechnet wird über diese Operation, wird über den Zuweisungsoperator nun der variablen Anzahl wieder zugewiesen. Das heißt, nach dieser Anweisung, Zuweisungsanweisung genannt, ist nicht mehr 0, sondern 1. Der Wert 1 in der variablen Anzahl gespeichert. Das jetzt aber nochmal im Detail.